Das ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Aus aktuellem Anlass bei mir, der Peter Modermann. Er war SP-Präsident, heute ist er Hotelier und Kolumnist und Hauptgegner von Christoph Blocher in der epochalen EWR-Abstimmung vor genau 20 Jahren. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Modermann. Wer sind Sie? Ja, die Frage hat er mir schon mal gestellt und hat sich seitdem nicht viel verändert. Es war also dort schon nicht ergiebig. Ich dachte, da muss ich Ihnen ein bisschen helfen. Ich habe ein paar Vorschläge, da, Sachen, die man Ihnen schon vorgeworfen hat oder gesagt hat. Provokateur, roter Rambo, Robin Hood, Alpin, Alleinunterhalter, Arbeitstier, Besserwisser. Was stimmt nicht? Ja, stimmt alles ein bisschen, aber nichts ganz genau. Auf was sind Sie am meisten stolz? Gut, ich glaube, wichtig für eine Demokratie ist, dass man Debatten provoziert, dass man Widerspruch anmeldet, dass man die Auseinandersetzung sucht mit dem politischen Gegner, aber auch im eigenen Lager, weil das bringt eigentlich Erkenntnisfortschritte für alle Seiten. Das ist eine Charaktersache, dass man einfach gegen alle sticheln, zum Teil eben gegen Gal Mireille, haben Sie Ihre eigene Bundesrätin, gegen den Moritz Leube, aber natürlich auch gegen Ihre nominellen politischen Gegner. Nicht sticheln, sondern einfach da, wo man politische Differenzen hat, die austragen und vielleicht sprachlich ab und zu so zu erspitzen, dass er mit einem gewissen Vergnügen verbunden ist. Genau, genüsslich machen Sie das. Aber Sie haben die wichtigste Abstimmung in Ihrem Leben haben Sie verloren. Tut das heute noch weh? Ja, ich würde sagen, das war nach meiner Meinung ein Fehler gewesen. Ich hatte damals das Gefühl, dass der Fehler noch viel gravierender ist, dass die Schweiz sich effektiv so zur Insel von Stierhinterzehen und Mafiagelder entwickelt. Und da muss ich sagen, habe ich die Entwicklung zu pessimistisch geschätzt, weil hinterher das die Amerikaner und die Deutschen das jetzt eigentlich korrigieren. Cool. Dass eigentlich die grösste Befürchtung, die wir damals hatten, ist einfach, dass die Schweiz vom Alleingang eine unsoziale Schweiz wird sein, die international nur profitiert. Das hat sich nicht so herausgestellt. Aber nicht wegen der Schweizer Politiker, sondern wegen ausländischer. Ja, das ist eigentlich am meisten verantwortlich, dass es runtergeht. Sie sind ja selber beschuldigt worden, zum Teil von Ihren welschen Genossen, zu wenig gemacht. Aber wer war sonst noch verantwortlich gewesen, dass es schief gelaufen ist? Gut, ich glaube, es hat, wenn mehrere Leute zusammen für ein Jahr sind, ist innerhalb des Jahrlagers ist klar, dass es Fehler gegeben hat. Man hat die Abstimmungsfrage gemacht. Man hat zu wenig mit flankierenden Massnahmen auf Bedenken eingegangen. Und ich habe das Gefühl, die, die eigentlich eine historische Verantwortung haben, das sind die Grünen, die dazumal zusammen mit Christoph Blocher gesagt haben, nein zum EWR, damit die Schweiz einen ökologischen Alleingang macht. Und, jetzt, wenn man zurückschaut, muss man sagen, das ist überhaupt nicht passiert. Im Gegenteil, in Deutschland tut man pro Kopf, das heisst pro Roger Schawinski, produziert man 30 Mal mehr Solarstrom als in der Schweiz. Und das müssten eigentlich alle Freunde von der Ökologie zu bedenken. Genau diese Frage oder der Aspekt ist in der bisherigen Diskussion zu dem 20 Jahre EWR-Jubiläum nie gekommen. Darum habe ich Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht. Und zwar folgende Aussage. Ich muss zuerst mal sagen, ich freue mich über das Nein. Und ich freue mich vor allem über das klare Nein, weil das auch ganz klar zeigt, dass sehr viele kritische Menschen, und zwar offene Menschen, aber eben kritisch gegenüber dem EWR-Vertrag, ein Nein in die Urne gelegt haben. Da lupft Ihnen gerade den Hut, oder, wenn Sie das hören. Gut, es gibt ja Leute wie Joe Lang, die sagen, im Rückblick war das ein Fehler, dass ich Nein gestimmt habe. Es gibt andere, wie Verena Diener, die sind einfach untertaucht. Die ist nicht mehr in die Diskussion jetzt, oder? Überall hat man probiert, irgendwo an einen Tisch zu bringen, in Baden, wo wir eine Diskussion hatten, Steinecker, Blocher, ist dann wenigstens ein leerer Stuhl da gewesen, um zu sagen, da fehlt jemand in der Debatte von heute, wo wir die also historische Verantwortung übernehmen. Sie haben gesagt, dass mal die fehlende Mitbestimmung sei ein Argument war, wieso Sie Nein gesagt haben. Hat sich das dann auch so ausgewirkt, dass wir fehlende Mitbestimmung irgendwie kompensiert haben können? Wir haben ja die wichtigsten Sachen können abstimmen, über Schengen, wir haben können über Personenfreizügigkeit abstimmen. Das hätten wir, glaube ich, nicht können beim EWR, oder? Das Problem ist das, wir haben eigentlich auf all diesen wichtigen Feldern faktisch gesehen,
genau die Sachen übernommen vom EWR. Aber wir haben selber noch können darüber abstimmen. Wir jetzt da pro forma können abstimmen. Was heißt pro forma? Weil es immer autonomer Nachvollzug ist, weil man immer nicht bestimmt. Und wir haben ja dazu mal gesagt, im Rahmen zum Beispiel von der Personenfreizügigkeit, die unheimlich wichtig war, wo die Leute Angst hatten, Das war das Hauptargument gegen den EWR. Ja, und damals haben wir die Logik entwickelt von den flankierenden Massnahmen. Wir haben gesagt, Personenfreizügigkeit bringt Chancen, aber auch Gefahren. Die Gefahren kann die Schweiz korrigieren durch flankierende Massnahmen, die wir autonom, eurokompatibel ergreifen können. Die Schweiz hat das eingehend gemacht. Mhm. Gar nicht so schlecht, wird jetzt nochmal verschärft. Und das ist vielleicht ein Faktor, den man unterschätzt hat, dass eigentlich heute 80-85% vom EWR haben wir übernommen, haben sechsmal darüber abgestimmt, haben sechsmal ja gesagt. Und da, wo wir Spielräume haben, ist effektiv auf der Ebene von der flankierenden Massnahmen. Mhm. Weil jedes EU-Land hat dann unheimlich viele Möglichkeiten, eine Personenfreizügigkeit so oder anders umzusetzen. Gut, aber was Sie unterschätzt haben, ist das nationalistische Element. Sie haben jetzt so rein sachlich argumentiert. Und dann haben Sie gesagt, es war ein rechtspolitisches Nein gewesen. Und wenn man das anschaut, für mich eigentlich das Bild, das das symbolisiert, einerseits das Bodenständige von Christoph Blocher damals und das Grosskotzige, dem haben Sie nicht entgegensetzen, Herr Bodemann. Wir haben Umfragen gemacht bereits 1991 und haben gesehen, es gibt in der Schweiz ein Potenzial 20-25%, das ein Christoph Blocher eigentlich genau so abholen kann. Mhm. Und die 20-25%, die haben Angst vor der Öffnung, sind ein bisschen fremdenfeindlich. Aber das waren 50,3% am Schluss? Ja, es waren 50,3%, weil man einfach in anderen Segmenten nicht stark genug war, weil die Bedenken sind da waren. Ich hatte das Gefühl, wenn es so 3 bis 4 Monate länger wäre gegangen, hätten wir zumindest Volksmehr gut geschafft. Ja gut, aber ihr seid ja völlig in der Defensive gewesen. Es hat ja Sachen gegeben, die völlig grotesk waren. Sind Sie da nicht verschrocken, wo Sie das Folgende gesehen haben? Adolf Hockey, ein Landesverräter, meine Damen und Herren. Was? Der Bundesrat hat nur ein Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nämlich das Wohl von Land und Leuten. Also das heisst, völlig in der Defensive, hat er da argumentiert. Gut, das war schon ein bisschen ein heftiger Angriff gewesen, nicht so von einem Schweizer Sender, der da ausgerufen hat. Und genau, so wie so ein Tell-Film von 1955, ja, oder? Ja, gehört natürlich zur Abstimmung. Aber gleich, dass ein Bundesrat sich da dagegen muss wehren, hat sie sich gemerkt, dass da Emotionen geweckt worden sind, wo sie einfach nichts entgegensetzen konnten. Glaube ich nicht. Ich bin sehr viel mit Christoph Blocher in Saal gewesen, mit 1000-1500 Leuten. Und je länger die Diskussion gegangen ist, umso ausgeglichener ist das geworden. Es ist klar, die Emotionen sind nur auf einer Seite gewesen. Die Emotionen sind nur gewesen, wir verlieren diese Schweiz und die geht kaputt. Wobei, wenn man heute in Europa umschaut, 27 Länder sind in der EU und da ist nie eine Identität kaputt gegangen und auch nie hat man das Gefühl gehabt, der Bayer ist nicht mehr ein Bayer oder ein Schwede nicht mehr ein Schwede. Aber in der Schweiz wieder genau das noch wachgehalten. Gestern aktuell Biel hat man das gesehen, da bei diesen 4. 18. Jahrhundert wird da irgendwie abgefeiert, Folklore. Aber es soll auch ein politisches Statement sein im alten Stil. Was sehen Sie da für eine Schweiz, Herr Bodemann? Es war eine riesige Propaganda für die Veranstaltung. Mhm. Alle Schweizer Haushalte haben eine Zeitung bekommen. Nur in der Arena haben da die SVP jünger aufgerufen, wir sollen auf Biel kommen. Und für das sind eigentlich verdammt wenig Leute da gewesen. Die einen sagen 1500, die anderen sagen 4000. Die anderen 1700. Die Wahrheit ist immer, wer eine Demo macht, der übertreibt immer. Mhm. Vielleicht sind es 1200 gewesen. Also Sie haben das Gefühl, es sei ein Flop gewesen? Ja. Effektiv aufgrund von der Beteiligung. Wer derart viel Geld investiert, um Leute an eine Veranstaltung zu holen, der hat... Das zeigt, dass die Schweizer zwar skeptisch sind gegenüber der EU, aber auch skeptisch sind gegenüber der Politik. Vielleicht nimmt man es eben auch nicht so ernst im Moment, weil ja nichts zu entscheiden gibt. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, dann sind Sie ja mit dem Christoph Blocher zusammen im Streamteam im Schweizer Fernsehen. Und ich habe das Gefühl, der Klassiker, wenn man den anschaut, der hat mich in Erinnerung, die grossen Wortgefechte. Schauen wir es an, es sieht ganz ziemlich aus. Und jetzt stellen wir fest, dass wir weniger bekommen und mehr zahlen. Und jetzt hat er ist in dieser Frage in eine Sackgasse geführt.
Und jetzt habe ich das Gefühl, Sie schon, aber nicht die Schweiz. In den Sack kassiert. Sehen Sie, solche Märchen erzählen, ihr habt die Schweiz, meinen, die glauben das noch? Die Leute sind gescheiter, als ihr meint. Wie haben Sie ihn so erlebt, das mal eigentlich? Sie sagen ja, heute, sind der Märli-Onkel und so, wenn auf diese Art und Weise abwerten. Aber man hat das Gefühl, ihr habt euch richtig noch gut mögen. Ja, ich glaube, das ist nicht immer so. Wir kommen das oft persönlich miteinander gut aus. Und das hat irgendwie damit zu tun, dass man respektiert, dass in der Politik unterschiedliche Positionen braucht, dass man die Herd austragen muss. Ist das heute immer so? Und das ist... Der Blocher hat eigentlich das mit Marley Onkel noch brav geschluckt, weil einfach die Aussagen sind derart allgemein, derart unpräzis und er mischt einfach alles miteinander, dass man das eigentlich in der politischen Debatte nicht könnte ernst nehmen. Aber eben, Sie nehmen es wieder nicht an. Also ich habe noch einen Vergleich da, das finde ich noch interessant, weil der Christoph Blocher, wie er damals mal argumentiert hat, 1992, und wie er heute argumentiert, und ich will dann Sie dann fragen, sehen Sie da einen Unterschied, klar, man sieht einen Unterschied, aber was bedeutet das für die Schweiz? Wenn man das anschaut, das ist jetzt 1992. Ich habe gesagt, der Vertrag hat ein paar Vorteile. Die Vorteile zum Exportieren, dass man bei den öffentlichen Ausschreibungen, dass man dann leichter zum Zug kommt für die grossen Unternehmen, hat auf der anderen Seite eben das Problem, dass wir das Gleiche auch machen müssen in der Schweiz und einen Nachteil hat für die kleinen Unternehmen. Die Frage ist, welchen Preis zahlen wir? Und der Preis ist ein außerordentlich grosser. Zum Verdecken, jetzt wollen wir noch den Sonderfall abschaffen. Der sagt, sonst werden wir zum Sonderling. Ja, wenn Sie das anschauen, hat sich nur der Christoph Blocher verändert? Dann ist die Polterung geworden und ein bisschen Umflätung? Oder ist das eigentlich die Schweizer Politik, die sich so verändert hat? Nein, ich glaube, wenn ich mich mal zurückerinnere, hat natürlich der ganze Abstimmungskampf irgendwo der Christoph Blocher dürhaft verändert. Nicht? Das ist für den eine total neue Erfahrung. Er hat die Schweiz kennen in diesem Saal, wo er bis heute wo er vorher nicht kennt und wo er natürlich, wenn er vor denen auftritt, das ist offenbar eine SVP-Versammlung, nicht? Dann gibt er denen einfach emotional das, was die Leute wollen, nämlich so ein bisschen sagen, wir sind doch ein Sonderfall, wir sind die Besten und ohne ihn ist das... Und dann lebt er richtig auf. Aber wenn ich jetzt auch noch zurückschaue bei Ihnen, da habe ich das Gefühl, dass Sie, der grosse Stratege, der grossartige Taktik, alles war, haben dort auch ein paar Fehler gemacht, weil Sie haben vom EWR Folgendes gesagt. Im besten Fall ist er ein Wartezimmer, schlicht und einfach deshalb, weil sich die übrigen neutralen EFTA-Mitglieder entschieden haben, in die Ehe zu gehen und weil die Schweiz mit ihrer Position weitgehend isoliert ist. Ist nicht das eigentlich so ein Killer-Argument? Das ist Wartezimmer, Trainingslager, Bundesrat hat das Gesuch eingereicht, damit haben Sie eigentlich Ihre eigene Vorlage versenkt? Nein. Es hat natürlich unter den Befürwortern zwei Tendenzen gegeben. Also das begann, was ich gesagt habe, wir wollen über den EWR in die Ehe, in die EU gehen. Wir hatten damals intensive Kontakte mit Österreichern, Schweden, Finnen, Norweger haben das an Tagen zusammen diskutiert. Auf Ebene Parteipräsidenten, das war unsere Position. Daneben hat es die Position von, sagen wir, Carlo Schmidt, den man vorher kurz gesehen hat, Franz Steinecker, die haben gesagt, ja zum EWR, um nicht in die EU zu gehen. Und das Problem war, dass Bundesrat von diesen zwei Partien plus der Adolf Ogi nachher gesagt haben, der Bundesrat schlägt eigentlich das Gleiche vor wie die SP, wobei die SP ist. Das war eine Minderheitsposition im befürwortenden Lager. Durch den Bundesrat ist sicher die Position von Christoph Blocher vereinfacht worden. Okay, und dann ist es dann eben so rausgekommen, wie wir es erlebt haben. Sie haben vorher gesagt, es ist gar nicht so schlecht rausgekommen, viel besser, als Sie es befürchtet haben. Also ist es eigentlich ja gut für die Schweiz. Das sagen die anderen auch, die damals mal gewonnen haben. Sagen Sie nicht nur als Verlierer. Nein, ich sage, es gibt von mir kein Zitat, das sagt, nein, zum EWR ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Gibt es nicht. Wir sind davon ausgegangen, dass auch eine Schweiz, die nicht im EWR mitmacht, eigentlich wirtschaftlich durchaus ihre Chance hat. Wir haben aber das Gefühl, der Schweiz wäre es viel besser gegangen, wenn wir über den EWR in die EU wären gegangen, wären heute für wichtige Sektoren und auch für die Leute in der Schweiz leben
Gruppe, die sind einfach. Dann, also, wenn wir in EWR gegangen wären, wären wir dann nachher auch in die EU gegangen? Die Chancen sind relativ gross, weil... Glauben Sie das? Weil, jetzt haben wir doch gesehen, die Emotionalität, die Treicheln, Politik etc. Ja, ich meine, die Schweizer sind Demokraten. Und wenn ein Entscheid gefallen ist, dann ist man eigentlich nachher in der Regel bereit, den zu akzeptieren. Und wenn man sieht, dass Österreich, Finnen und Schweden das gemacht haben, würde ich sagen, hätten wir wahrscheinlich so etwas gemacht. Ja. Wie die Schweden ja zur EU, aber nein zum Euro. Gut, aber Norwegen haben es nicht gemacht, Liechtenstein und Island. Aber Sie sagen jetzt Folgendes, wie es weitergeht, das interessiert ja. Nachdem wir das Gefühl hatten, die Schweiz hat sich eigentlich noch ganz gut gemacht, haben Sie folgende Diagnose letzte Woche geschrieben. Nichts hängt von der Schweiz ab, alles nur von der EU. Die EU wird, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, über den Weg entscheiden, den wir wählen. Wow, das ist das Verdikt. Das wir jetzt gar nicht mehr sagen. Wir sind abhängig von der EU. Das sagt ja genau der Blocher, oder? Nein, das Problem ist das, wir wollen mit der EU verhandeln. Nicht? Ja. Bisher sagt die EU, ihr habt 4 Möglichkeiten. Ja. Wir können gar nichts machen. Wir können bilaterale machen, aber dann müsst ihr in Gottes Namen das akzeptieren, was die anderen 27 beschlossen haben. Ihr könnt in der EWR gehen mit gewissen Vetorecht, relativ bescheiden. Oder ihr könnt mitmachen in der EU. Ja. Die Frage ist, wie lange dort die EU auf welchem Kanal mit uns verhandeln. Was meinen Sie, die EU ist jetzt geschwächt worden in den letzten 1-2 Jahren. Ist das gut für die Schweiz, also für den bisherigen Kurs der Schweiz? Das die haben vielleicht noch andere Probleme. Das interessiert doch in der EU praktisch niemand. Das Problem ist eher, wie das Joe Acker mal gesagt hat, dass die Leute langsam nervt in diesem Raum. Immer da mit so einem kleinen Land wieder anfangen verhandeln von Sachen, wo man muss sagen, ja, Gopfadori, wenn ihr mitentscheiden wollt, macht ihr halt mit. Und wenn ihr nicht mitentscheiden wollt, die entweder... Wir wollen ja gar nicht mitentscheiden. Wir wollen ja das haben, was wir wollen. Und das wird dann zum Teil von den Gegnern als Rosinenpickerei angeschaut. Und der Herr Burkhalter hat sie am Freitag gesagt, fast in einer hastig anberaumten Pressekonferenz, es gibt nur noch den bilateralen Weg. Etwas anderes gibt es nicht. Für Ihre 4 Möglichkeiten gibt es nur noch eine. Gut, ich meine, wir haben ja, wenn wir 3-4 Jahre zurückschauen, wenn man in der Schweiz gefragt hat, wer ist für die Aufhebung des Stierhinterzieher-Geheimnisses, hat man praktisch niemanden gefunden. Heute sagen alle, es war ein totaler Fehler. Wir haben das viel spät realisiert. Wir hätten das früher machen müssen. Selbst der CEO von der UBS, der Herr Motti, hat das gesagt. Und jetzt stellen wir fest, wir kennen zwar das Buchstabieren, Weißgeldstrategie oder automatischer Informationsausgleich aus Deutschland. Aber wir wissen nicht einmal konkret, wie könnte das funktionieren, was wollen wir als Kompensation. Das heisst, wir Schweizer sind außerordentlich flexibel, also so wie dies, um sich anzupassen. Wir haben aber nicht die Fähigkeit, eigentlich im Voraus zu überlegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich muss mich für jede von diesen Möglichkeiten vorzubereiten, dass wenn der Plan A nicht funktioniert, halt der Plan B. Und das ist, wir sind einfach als Land, wie das Beispiel Stierhinterzieher-Geheimnis zeigt, einfach nicht in der Lage, das zu machen. Das wiederholt sich hier. Aber Herr Bodermann, die Analogie, die Sie ja bringen, eben Steuerhinterziehergeheimnis, Sie nennen das, die anderen nennen das Bankkundengeheimnis, offiziell heisst Bankgeheimnis. Das ist ja durch den Druck vom Ausland, ist das faktisch abgeschafft worden, sehr spannend. Wie soll denn das bei der EU funktionieren? Das ist jetzt durch Gerichtsentscheid, durch CDs, durch viele andere Sachen, ist jetzt das faktisch abgeschafft worden. Ja. Bei der EU oder EWR braucht es einen Volksentscheid. Dort geht es ja nicht durch die Hintertür. Ja. Dort passiert es nicht durch ein Kollabieren von einem System. Gut, ich meine, da wird es passieren, dem, wenn ich das beschreibe, was die EU sagt, hört, wir sind es noch bereit, im Prinzip im bilateralen Weg so zu machen, dass er einfach die Regeln akzeptieren, die wir verabschiedet haben. Aber jetzt habe ich gerade gehört, gestern in der Zeitung in Brüssel, ja, sagen wir jetzt ganz offen, und man will jetzt die Schweiz unterstützen in diesem bilateralen Weg. Glauben Sie an das? Gut, ich meine, wir müssen... Was in der Zeitung steht, müssen wir immer vorsichtig sein. Mhm. Wir schreiben ja beide Artikel. Schreiben, ja. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, alle Leute, die jetzt auf Brüssel gegangen sind, die zurückgekommen sind und so erzählt haben, haben gesagt, es gibt einfach, die 27 werden nicht mehr bereit sein, mit uns darüber zu diskutieren, nehmen wir das Abkommen im Strombereich. Ja. Europa muss neue Leitungen bauen.
Weil Deutschland steigt schneller aus der Atomenergie aus als die Schweiz. Deutschland steigt massiv in Wind- und Solarenergie. Mhm. Wir müssen Strom hin und her schicken. Wir müssen das Wochenende speichern, turbinieren und alles. Und jetzt macht man unter 27 Regeln ab. Mhm. Und dann müssen wir einfach dem 28. sagen, los, entweder machst du so mit, Oder bleibst du raus. Ja, das heisst, weil es heisst ja, eben wie ich vorher erwähnt habe, der bilaterale Weg war am Ende. Und jetzt ist er plötzlich nicht mehr am Ende. Und da kommt doch Ihre Kompatriot aus dem Wallis, der Herr D'Albele, letzte Woche und sagt, wir sollten den EWR wieder machen. Und hofft, obwohl die Meinungsumfragen ganz anders sind, auf diese Art und Weise wieder zu punkten. Was halten Sie davon? Gut, ich meine, das Problem ist einfach, wir haben ja in der Schweiz zwei Polen. Nicht? Wir haben einen Polen an und für sich SVP, der sagt, auf keinen Fall, kein bilateraler Weg, sondern nur bilaterale Verträge, die wir mitbestimmen. Wir haben auf der anderen Seite das SP, das ein bisschen weniger klar als uns, aber immerhin sagt, wir wollen zumindest mittelfristig in die EU. Und wir haben... Sie auch nicht mehr so laut, oder? Ja, sage ich. Ja, ja. Genau, klar. Aber die in der Mitte? Und in der Mitte ist die Schweiz politisch total zersplittert. Mhm. Aber könnten Sie sich einigen auf den EWR? Glauben Sie, dass es noch eine Chance gibt? Weil EWR ist ja mehr oder weniger so fast ein Relikt aus der Dinosaurierzeit, hat man das Gefühl, politisch, dass man das wiederbeleben kann? Ich habe das Gefühl, es bräuchte in der politischen Mitte irgendwo einen Konzentrationsprozess. Vier Parteien, das wird nicht funktionieren. Und dann wird einfach jeder so einen Schuss wieder D'Arbele loslassen. Von dem halten Sie ja nicht so viel von Herrn D'Arbele, haben Sie in der letzten Sendung mir gesagt. Nein, ich habe mich praktisch nicht geäussert. Das ist ja, aber ja nur, das, was Sie gesagt das haben, ist ja nur ich hätte nicht so viel überlegt, wenn er... Das ist eine, ja, würde jetzt eigentlich der Fall auch wieder zeigen, aha, dass man eigentlich zu wenig... Ja, die müssten ja doch, die vier Parteien müssten sich gemeinsam überlegen und sagen, okay, in der ersten Phase lassen wir mal die verschiedenen Varianten vielleicht von Think Tanks optimieren, damit, wenn es mal so wie das ist, dass man dann die Sache auf dem Tisch hat. Würden Sie das gut finden, wenn das passieren würde? Ich finde so, im Prinzip gehen ja Friesinnig ein bisschen die Richtung, die sagen, jetzt sind wir einmal bilateral weiter verhandeln und wenn wir sehen, dass es nicht weitergeht, dann müssen wir halt das überlegen. Aber parallel dazu müssen wir vielleicht wirklich konzeptionell arbeiten und sagen, was mache ich, wenn ich im EWR bin, was mache ich, wenn ich in der EU bin, was mache ich, wenn ich nur bilaterale Verträge abschließe. Was heisst, das eigentlich bei diesen grossen Dossiers, wo es im Moment Schwierigkeiten gibt? Fluglärm, wären wir besser dran mit dem EWR heute? Ja, logisch. Der Franz Blankart hat ja gesagt, im Prinzip das Problem wäre gelöst, weil der, Flughafen Kloten oder Zürich, der wäre ein Flughafen vom europäischen Wirtschaftsraum. Und dann kann man normal auflegen. Jetzt kann einfach jeden Morgen und jeden Abend können die Zürcher und Aargauer, wenn es da oben durchkrachen, können sagen, merci Christoph, dass wir da so am Abend mit Fluglärm ins Bett und am Morgen mit Fluglärm aufstehen. Und wenn wir im EWR gewesen wären, wären wir schneller drauf gekommen, dass das Bankgeheimnis nicht mehr haltbar wäre? Ja, ich habe das Gefühl, es wäre sogar das Gegenteil passiert. Wenn man schaut, Luxemburg und Österreich, war ja auch jede Menge Schwarzgeld hatten. Die sind nie so zur Zielscheibe geworden wie die Schweiz. Warum? Weil die natürlich ihrerseits Mitglied sind von der EU, weil jeder gewusst hat, wenn ich die angreife, greife ich gleichzeitig den Wirtschaftsraum EU an und auch intern. Also, und auch intern ja. Da wären wir einfach besser. Sie haben etwas Interessantes geschrieben. Das muss man, glaube ich, im Wortlaut zitieren. Mir ist kein Problem bekannt, dass man auch nach einem EU-Beitritt nicht mit etwas mediterraner Ungenauigkeit demokratisch genauso lösen kann, wie sich die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer dies wünscht. Die mediterrane Ungenauigkeit, das ist das, was im Wallis passiert, oder? Das ist, was Sie schätzen, eben mit dem Gesetz unterlaufen, wie Zweitwohnungsinitiativen, Raumplanungsgesetz. Also im Prinzip italienische Verhältnisse. Nochmal, fordern Sie für die Schweiz? Nein. Das steht da. Zweitwohnungsinitiative ist jetzt in Bern verkechelt worden. Zermatt. Ja, nein, also die Walliser haben Terror gemacht. Nein, total falsch. Zermatt hat eine musterhafte Regelung von diesem Problem, macht eine klare Unterscheidung. Ja. Erst Zweitwohnungen, hat den Zubau von Zweitwohnungen beschränkt. Und immerhin aber generell, die Walliser sind auf der Barrikade. Ja, nicht Walliser. Es gibt einfach zwei Drittel, die jetzt da nein gestimmt haben, ein Drittel, der ja gestimmt hat, zu dem habe ich gehört. Mhm. Und der Drittel ist tief enttäuscht, dass man in Bern so schlechte Regelungen vorschlägt, die jetzt zu einer
von Bern vorgegangen, Explosion vom Zweitwohnungsbau. Aber Sie fordern doch, wir sollen in die EU gehen und dann machen, was wir wollen. Nein, und Sie sagen, nein. Demokratisch genau so lösen kann. Ja. Und Sie wollen ja gerade Demokratie untergraben mit so italienischen Methoden. Nein, genau das, was wir den Südländern vorwerfen, wollen Sie in der Schweiz vorwerfen? Nein, im Gegenteil. Wir haben eine direkte Demokratie. Ja. Was der Leader läuft, hätten wir dann nicht mehr. Wohl, selbstverständlich, überflankierende Massnahmen zu sagen, ich habe Personenfreizügigkeit, aber ich mache das gegen Lohndumping, ich mache das gegen hohe Mieten und ich mache das für vernünftige Bodenpreise. Das ist einfach eine andere Logik, ist vielleicht ein bisschen kompliziert für die Schweizer, das zu begreifen, aber mit den flankierenden Massnahmen hat es jetzt eigentlich schon gar nicht so schlecht funktioniert. Als wir im einen ins Zweien ins das Wort flankierende Massnahmen zuerst mal gebraucht haben, dann haben sie alle angeschaut, als ob wir vom Mond kommen. Mhm. Inzwischen können das alle buchstabieren. Und das ist, ich hätte jetzt eine umkehrende Frage, sagen wir ein Problem, das wir nicht mit dieser Kombination lösen können. Also, können wir leider in dieser Sendung auch machen, vielleicht den nächsten. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich gestern noch Christoph Blocher zugelassen habe, der wetzt jetzt schon bereits messen. Er hofft auf eine neue EWR-Abstimmung, hat vielleicht das Gefühl, es gibt einen Jugendlichkeitsschub. Er hofft auch dort, das noch mal zu erleben, die grossen Gefühle. Wird er das können dann durchziehen? Glauben Sie, dass er es wieder erleben? Ich glaube, wenn jetzt der Bundesrat so weiter verhandelt, dann wird es ja irgendwann, werden die sagen, wir müssen jetzt mit den Bilateralen auch institutionell, das hat man ja institutionelle Lösungen finden. Das heisst dann nicht mehr EWR, sondern irgendwie XYZ. Das hat man eigentlich genau das Gleiche. Und dann kann er wieder kommen und mit den Dreifeln und mit der grossen Zigarre. Und dann werden Schweizer Ja sagen. Ah, dann werden sie Ja sagen. Kommen Sie sich auf so einen Kampf, dann gehen Sie dann auch mal in den Ring. Die kann mal überlegen, Generalstreik in der Schweiz. Ja gut, damals, 1918. Also, aber damals hat man was gefordert, unter anderem. Ja. AfA und Frauenstimmrecht. Das hat etwas gedauert. Aber nochmal, das und ist jetzt einfach so ein bisschen die lange Sicht. Aber würden Sie sich auf den Kampf noch mal freuen? Ja, so wie ich mich gerade freue. Das ist ein bisschen viel gesagt. Aber... Gut, dann müssen Sie ja noch etwas lernen von den SVP. Die können nämlich singen. Können Sie ja singen? Absolut nicht. Ah, gut. Also, gestern da schon ein bisschen eingestimmt. Still, weil das Küchenli schlafen will. Gestern an der Veranstaltung, wenn wir schauen, das ist schon fast Leute vom nächsten Wahlkampf. Wenn wir schauen, Bodenmann gegen Blocher, kommt noch mal die zweite Auflage. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Interessante Sendung. Morgen Abend im Club dann Sonntagsverkauf, Fluch oder Segen. Danke vielmals, dass Sie heute Abend dabei waren. Die Sendung gibt es am nächsten Montagabend wieder zur gleichen Zeit. Gute Nacht und eine ganz gute Woche.